5.38 Uhr. Viele Wege führen nach Rom und manche davon liegen sogar in Deutschland. Denn Rom gibt es auch hier bei uns und zwar nicht nur einmal. Das ist nicht nur irgendwie ein bisschen lustig, sondern kann auch sehr viel großen Ärger bedeuten. Legendäre Stadt der Antike, Metropole am Mittelmeer. Rom ist ein Drehkreuz für Weltenbummler. Doch irgendwas stimmt hier nicht. Liegt vielleicht daran, dass dieses Rom sich knapp 1000 Kilometer von Bella Italia entfernt befindet. Wir stehen hier am Ortseingang Schild in Rom, im schönen Mecklenburg. Das ist mein Heimatdorf. Hier kann man sich wohlfühlen. Dachte Thorsten Stier jedenfalls. Doch der Städtezwilling sorgt für große Verwirrung und Ärger. Im vergangenen Oktober zieht der zweifache alleinerziehende Vater nach seiner Scheidung aus der Nähe von Koblenz zurück nach Hause, nach Rom. Aus familiären Gründen wollte ich wieder zu meinen Eltern ziehen, weil das für mich privat einfacher ist. Für Thorsten Stier führen alle Wege nach Rom. Und das kann, wenn es nach rheinischen Behörden geht, nur in Italien liegen. Meine Eltern haben mich schon vorgewarnt, da ist ein Brief von der Behörde gekommen, der seltsam ist. Dann habe ich gelesen, dass die Kindergeldkasse mir diesen Brief zugestellt hat. Und dass da drin steht, dass ich für den Zeitraum letztes Jahr November bis heute das Kindergeld zurückzahlen muss, weil ich nach Rom in Italien umgezogen bin. Und hier geht es immerhin um fast 4000 Euro. Thorsten Stier schaltet sofort seinen Anwalt ein. Also ich habe zunächst geschmunzelt, ich habe das hier meinen Mitarbeitern dann erzählt, ich habe das auch meiner Frau erzählt und wir haben erst mal flach gelegen, weil das ist schon wirklich, naja, das ist eine wirklich lustige Begebenheit. Thorsten Stier kann darüber gar nicht lachen. Ihm rutscht das Herz in die Hose. Schließlich muss der alleinerziehende Vater für seine 8-jährigen Zwillingssöhne Matthias und David aufkommen. Ich habe mir wirklich sehr große Sorgen gemacht, wie das weitergehen soll. Ob eventuell der Kuckuckskleber kommt oder ob eine Lohnpfändung. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, um das Geld einzutreiben. Doch das norddeutsche Rom ist nicht das Einzige, was hierzulande für Ärger sorgt. Auch im oberbergischen Land gibt es ein Namensdubel der italienischen Hauptstadt, was im vergangenen Jahr zu einem spektakulären Verwechslungsfall bzw. Unfall führt. Der 81-jährige Luigi Rimonti aus England will eigentlich, Sie ahnen es sicher schon, nach Rom. Doch das Navi versteht das etwas anders. Ich habe mich schon gewundert, weil die Häuser so niedrig und die Straßen so klein waren und so. Ich dachte, hier bin ich doch falsch. Was ist nur aus dem schönen Trevi-Brunnen geworden? Auch die spanische Treppe sieht plötzlich so mitgenommen aus. Genau wie der imposante Petersdom, der anscheinend plötzlich geschrumpft ist. Als sich Luigi in dem nordrhein-westfälischen Ortsteil von Morsbach umschaut, passiert dann auch noch das. Weil er vergisst, die Handbremse anzuziehen, landet sein Jaguar im Graben. Beim Versuch, seinen Besitz zu retten, verliert nicht nur einer seiner Ringe alle Edelsteine. Der 81-Jährige muss sogar ins Krankenhaus. Und alles nur, weil er im deutschen Rom gelandet ist. Tja, ja, in Deutschland ist eben alle Welt zu Hause. So haben wir zum Beispiel auch ein Straßburg im Allgäu und ein Philadelphia in Brandenburg. In Ostfriesland kann man sogar zu Fuß von Amerika nach Russland. An der Ostsee liegt Kalifornien, in Brandenburg Afrika und in Niedersachsen ein Stück Nordpol. Ein Stück Normalität kehrt jetzt wieder im norddeutschen Rom ein. Ja, wir haben also form- und fristgerecht gegen diesen Bescheid Einspruch eingelegt und auch sehr schnell schon hat mein Mandant einen Bescheid erhalten, dass das Kindergeld wieder gezahlt wird. Ja, sehr erfreulich. Und so ist für den deutsch-römischen Familienvater alles wieder tutti paletti.